Ein herzliches Willkommen an alle, die heute in Silverstone bei uns dabei sind, während das Grid langsam Gestalt annimmt. Hoffentlich bekommen wir heute ein phänomenales Rennen zu sehen. Es ist wieder mal soweit. Der große Preis von Großbritannien steht uns bevor. Der Silverstone Circuit ist 5,79 Kilometer lang und besitzt 18 Kurven und leider auch eine sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit. Unter diesen Bedingungen brauchen die Fahrer eigentlich gar nicht erst auf DRS-Einsätze zu hoffen. Aber die Wellington und Hangar Straight sind dennoch gute Gelegenheiten und der Windschatten des Vordermanns könnte helfen, um hier zu überholen. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerenne bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Alexander Albon startet von der Pole Position und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Vettel, Lewis Hamilton und Leclerc, Perez, Grosjean, Magnussen und Lando Norris, Stroll, Ocon, Daniel Ricciardo und Sainz Jr., Gasly, Russell, Kimi Räikkönen und Nicolas Latifi. Quert und Antonio Giovinazzi startet aus der letzten Reihe. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Guter Start. We'll be right back.
Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Die Situation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,1 Sekunden. Alles klar. Wir sind 3 Runden über dem Benzinplanziel. Verbrauch also mehr Sprit. Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,1 Sekunden. Klar, Boxenstopp in dieser Runde. Das ist aus dem Rennen.
los geht's. Du musst an der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Losfahren, losfahren. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Das hat sich gerade mit einem Überholmanöver auf P1 gesetzt. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3 Sekunden. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,8 Sekunden. Informationen zu Paris. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden.
etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Es hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Das liegt in Führung. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Das war ein actionreiches und erinnerungswürdiges Rennen hier in Silverstone und ein beeindruckender Sieg. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat abliefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Als Fahrer des Tages würde ich vermutlich Lando Norris wählen. Er ist seinem Ruf absolut gerecht geworden und ich denke, dass er zu Recht voller Stolz nach Hause gehen wird. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.